Ey. Nicht immer so voreilig. Ich weiß, du bist ein Schnellspritzer, aber. Oh, bist du fertig? Was bin ich? Kann ich jetzt aufnehmen? Ja, na, warum denn nicht? Gut, dann 3, 2, 1. Was geht ab? Ey, denk schon mal nicht! Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer da unten. Wie schön der LS 17 auf der LPG schwarze Pumpe zusammen mit Marius und Tom, das Land, ey. Ey, denk schon mal nicht. Nee, du fragst immer, was geht ab? Ja. Da hab ich gedacht, naja, wenn er hier schon 1000 Folgen lang gefragt hat, dann muss man ihm doch mal jetzt eine Antwort geben, so langsam. 1000 Folgen? Nee, so viel waren es. Na wohl. Nee, warte. So, Tom, ey, wir haben ja gleich übelst Mais am Schlüssel. Sehr schön. Wer das ernten muss nachher. Oh, ja, da werden wir wieder mal später mal einen Livestream machen müssen mit dem ganzen Team. Aha. Das muss aber wirklich später sein, weil das Problem ist, und das ist echt ein Problem, ich bin die nächsten 2 Wochen nicht da. Die nächste. Ach, scheiß die Wand an. Ich bin die nächsten 2 Freitage gar nicht da. Nächste Woche Freitag nicht da und die Woche drauf Freitag ist GC in Gamescom. Da tue ich mich. Oh, da muss ich mich Freitagabend mit Füßi langweilen, anstatt zu streamen. Boah. Das wird hart, ey. Er freut sich schon, ey. Wie oft ich am Tag hier WhatsApp-Nachrichten von den kriege. Es wird so geil, Füße, es wird so geil. Wollen wir seinen Akku am Tag neu aufladen, weil er mir den ganzen Tag zuschreibt, ey. So ist es. Tut der immer so hart, so, aber. Ich bin nicht hart, ich weine öfters mal. Nach den Aufnahmen mit Füßi weine ich meistens. Wenn er mir schreibt, dann denke ich immer gleich, fallen die Engel vom Himmel, ey. So süß, wie er immer ist. Oh, die Schnauze jetzt. Oh Mann, ey. So, wie fandst du eigentlich meinen Spruch mit dem Wurm? Ja, der war nicht schlecht. Die Antwort fand ich aber besser. Ich fand die Antwort voll langweilig. Ja, die Antwort war, ja, die war plump und... Ja. Ich war einfach so, oh scheiße, er hat mich verlinkt, ich muss antworten. Mir doch egal. Naja, ich fand's ganz gut. Wir könnten uns doch theoretisch schon mal noch 10 Kühe anschaffen. Ich hab gerade, ich bin ganz als Admin drin, sehe ich gerade. Warum? Ey, geldtechnisch haben wir, was, wie sieht's aus? 45.000. Aber Tom, was wollen wir mit Kühen? Naja, bitte Milch und nachher noch die Molkereiproduktion in Betrieb nehmen. Käse, Butter. Ja, stimmt, ja, Molkerei, ja. Was kriegen wir mit C-Kühen alles am Laufen, oder was? Naja, es geht auf alle Fälle erstmal los. Es wäre schön, wenn wir die Fleischproduktion halt noch ein bisschen. Naja, gut, da brauchen wir zu viel Schweine. Ja, da könnte man ja, wie viel sind's denn? Es lohnt sich halt nur Schweine in meinen Augen. Weil die billigsten sind und sich am schnellsten vermehren. Nächste Tier kommt in 7 Minuten. Ja, doch. Ja gut, mit einem Tier hast du dich noch nicht selbstständig gemacht als Fleischer. So. Aber man könnte ja schon mal gucken, wie viel in euren in Betrieb genommenen Schweinefutteranlage drin liegt. Da wird ein bisschen was drin liegen auf jeden Fall. Tom, erzähl mal, was habt ihr denn überhaupt gemacht zum Geburtstag? Hast du gefeiert? Klar, 2 Tage gefeiert, weil am ersten Tag, an den einen Tag hatte ja meine Tochter Geburtstag, ihren 14. Und 14 ist sie schon. Ja. Alter Schwede. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. In Main reingefeiert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie feiert man den 14. Geburtstag? Ja, große Herde Kinder, die ganze Verwandtschaft da. Ja, gut. Waren viele, also hat sie, habt ihr so Familie und Freunde von ihr und Freundinnen alles so zusammen gemacht? Alles zusammen, ja. Natürlich. Also waren quasi dann gleich alle da. Also, okay, ja. Cool. Und das, okay. Na da. Und da ging die
Luzi ab. Oh, scheiße. Schön, und dann habt ihr gleich deinen Geburtstag gefeiert. Und dann gleich in meinen Geburtstag reingefeiert nach Mitternacht. Ach so! Haben wir gleich hintereinander. Ach so. Und wer war bei dir dann? Waren da auch, war quasi Familie? Auch Familie und auch Bekannte da. Ja, oh, schön. Was habt ihr gemacht? Habt ihr, Gegrillt habe ich im Garten. Gegrillt im Garten, ja, das hätte ich, das war die Frage, genau. War doch bestes Wetter dazu. Das stimmt. Echt warm war es, ey. Es war auch gestern wieder so brutal warm. Also gestern war, muss man dazu sagen, wir haben gerade Mittwoch. Den 9. August. Ja, und Dienstag war es echt warm gewesen, ey. Wir haben auch bis um 8, halb 9 am Stausee gelegen, gestern. Oh, das hätte ich auch gerne mal. Stausee gelegen und schön in die Klöten bräunen lassen, oder was? Ja, so ungefähr. Das ist so ein Badestausee, oder wie? Alter, ja, ein Badestausee, ja. Bitte, okay. Bitte, Rutsche für die Kinder und so. Stausee Oberwald in der Nähe von Hohenstein-Ernsthal, auch da in der Nähe von der Rennstrecke, ist auch gleich bei mir um die Ecke. Sind wir fertig für Sie? Ja, oben muss, glaube ich, noch gemacht werden. 15.000 Futter ist hier hin, also ein Hänger lohnt sich schon immer. 15.000 Schweinefutter. Schweinefutter, ja. Ich mach die linke Seite, wenn man hochfährt, ne? Machst du die rechte? Und von der Freundin, ach, Dr. Lenes Sohn, da hat er jetzt am 5. Geburtstag. Ja. Und natürlich war das gerade in Sachsen der Schulanfang. Und da hat er ja Freizeitpark Blohn Schulanfangs. Freizeitpark gehabt. Blohn war ich letztens. Naja, und ich war am Sonnabend. Und da haben die bis Mitternacht öff gehabt, im Schulanfangsfeder. Cool. Musst du also El Toro fahren. Kurz vor Mitternacht El Toro musst du da mal fahren. Ja, du also schon am Tag nicht siehst, wo es hingeht. Also ganz ehrlich, ich bin die El Toro gefahren, ne? Ist ja die Holzachterbahn, ne? Ja. Und seitdem nennen mich ja auch sehr viele nicht mehr Manus, sondern El Toro. Also der Bahnname kommt ja eigentlich von mir, ne? Ich war früher. Also eigentlich hieß ich mal Machete. Aber das war zu brutal und da haben sie mich El Toro genannt. El Toro, der Vollstrecker. Und ja, und dann habe ich die Achterbahn entwickelt, umgebaut. Und lange Rede ohne Sinn. Ich bin auf jeden Fall dann mit der El Toro gefahren. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ist eine sehr ungemütliche Achterbahn. Also ich liebe Achterbahn, ich fahre sehr gerne Achterbahn. Aber diese Holzachterbahnen haben einen riesen Nachteil. Und das ist, du wirst so hardcore durchgeschüttelt. Ne, diese Laufruhe, was eine Achterbahn hat mit diesem Stahl Dingsbums hier, weißt du? Hm? Wo das schön, diese Laufruhe hat ja eine Holzachterbahn nicht. Die Holzachterbahn geht ja, weißt du wie, und so sitzt du auch drinne. Und du steigst echt dort aus und denkst dir so, boah, Alter, ey, wie wenn du gerade vom, wie heißt der hier mit dem Rücken? Der Doktor, der Rückendoktor? Chiropraktiker? Nee. Wie heißt der Rückendoktor? Orthopäde. Orthopäde, genau, ja. Genau, wie wenn du gerade vom Orthopäde kommst und der hat dich versucht einzurenken. Das hat nicht geklappt, so ungefähr. Ja, alter Schwede. Warst du schon mal in Freizeitpark Rust? Nee, Soltau, Heidepark Soltau. Nee, Soltau noch nicht, aber da Hodenhagen daneben. Das ist ja leider daneben. Was? Der Hodenhagen, das ist Serengeti-Park. Da machst du durch die lebenden Tiere durch einen halben Tag. Weil mit deinem Auto durchfahren, sei daneben. Was ich aber sagen wollte, ist hier Heidepark Soltau, die haben ja die größte Holzachterbahn Europas. Mhm. Und die musste man fahren. Das ist mein Erlebnis. Also das ist echt krass. Was halt sehr krass ist, wenn du halt von unten guckst und siehst dann mal, wenn die Wagen an dir vorbeirauschen, wie sich die ganze Achterbahn bewegt, ne? Das finde ich halt immer so beeindruckend. Die tut ja richtig mitschwingen, also was heißt mitschwingen, aber die gibt ja nach und wie die Wagen halt vorbeirauschen. Also das ist echt ganz cool.
So. Ja. Und Europapark Rust kann ich auch absolut empfehlen, weil die haben ja den Silverstar dort und das Ding ist echt der Hammer. Also das ist der Shit, ey. Da musst du erste Reihe fahren, da geht dir dermaßen die Luzi in der Hose ab, das ist der Wahnsinn. Und die haben auch noch so eine Achterbahn, wo du so unten dran hängst, da sind wir auch mitgefahren, von der ersten Reihe, zack, die Birne, weil ich bin da ja echt geil drauf. Und das ist einfach fett, wenn du unten dran hängst, wenn du denkst, du donnerst so auf die Erde zu und kurz davor, bam, geht's wieder kerzengerade hoch. Also das ist schon sehr cool. Die haben auch noch eine Achterbahn, wo du so katapultiert wirst. Also Rust hat sehr viel. Ich glaube, das soll sogar der größte Freizeitpark Europas sein. Europas, ja. 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 Also die müssen auch richtig, richtig nachgelegt haben mit Fahrgeschäften. Ich war dort vor, ich muss lügen, ey, vielleicht 6, 7 Jahren. 7 Jahren vielleicht oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Hat sich absolut gelohnt, finde ich klasse. Würde auch gerne wieder hinfahren. Ist der Pussyfüßi oder fährst du auch? Ich fahre auch, ja. Fährst du auch? Aber ich bin da jetzt nicht so Gag drauf. Oh. Bist nicht so der Gag oder was? Was? Bist nicht so der Gag. Warte. Sonst lege ich dich übers Knie, du Bitch. Setze gerne, ja. So, ach komm, den Rest kriegst du alleine hin. Ja, wie immer. Tschüss. Ciao. So, dann düsen wir schon mal wieder Richtung Hof. Warte mal, da können wir, glaube ich, hier die Abkürzung nehmen. Ne, kannst eigentlich Feld 8. Das ist eigentlich noch frei für mal rüber und über fahren. Feld 8, na gut, das ist ja trotzdem da unten. Okay, dann fahr ich Feld 8, ja. Was soll man, was braucht man, was soll denn drauf? Hast du eine Übersicht? Roggen oder Hafer, irgendeine orkibische Getreidesorte. Oh. Mal gucken, was wir alles angebaut haben. Da bin ich jetzt nie auf dem Laufenden. Halt, halt. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 44.000. Okay. Haben wir irgendwas gekauft letztens mal? Hafer ist gar nichts angepflanzt. Hafer, ha? Huh? Haben wir was im Lager, oder? Weiß ich nicht. Guck mal, ich glaube, wir müssen im Lager was sein. Brocken ist auch bloß ein kleines Feld. Warte mal, ich guck rein. Hafer. Hafer ist 0 im Lager. Also fällt 8 Hafer. Um es kurz zu machen. Oh, das ist natürlich ungünstig. Ja, auf alle Fälle haben die Naht kurz vor, um 10 haben die Naht eine große Laserschule noch losgelassen. Ein richtiges professionelles Feuerwerk. Danach noch mal bis Mitternacht die ganzen Fahrgeschäfte noch mal freigegeben. Also es war für die kleinen Kinder da, also ordentlich Programm, was sie dort mal losgelassen haben. Als Schulanfangsparty. Schön. Dass sie kommentieren oder kommst du jetzt mal da rum da? Du siehst doch, dass es sehr eng ist, oder? Ja. So, ich bin dann rum. Ja, ich auch. Okay, eine gewisse Aggression in der Stimme. Ey, wie so ein kleines Mädchen, der um die Ecke getuckert, ey. Gut denn? Ey, jetzt sind ja 385 Liter enger geblieben. So. Keine Ahnung, was die Pussy hinter mir ständig zu nöhnen hat. Was haben wir gesagt? Hafer. Hafer, wie sieht denn scheiß Hafer aus? Wir können keinen Hafer ansehen mit den Seemaschinen. Hä? Geht doch. Wie sieht man Hafer an? Wieso können die keinen Hafer?
Ach, ich krieg keine Helfer. Durch, das ist toll. Tom, unsere Seemaschinen können keinen Hafer. Ich hab gedacht, die können alles. Eigentlich ja. Warum können die keinen Hafer? Nee, geh mal in den Shop, guck mal bitte, was da eingetragen ist. Das sind Standarddinger. Die können von den Standarddingern alles, aber die müssen doch theoretisch generell alles können. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hauste!